In unserem Im Fluss waren wir auch am Donaualtarm in Walsee zu Gast. Dort lud der Freestyle Sports Club am Stetten zum bereits alljährigen Dodgeball-Turnier. Wir haben jetzt unser drittes Beach-Dodgeball-Turnier bei uns da im Wassersportzentrum. Und wie man sieht, ist das Ganze wieder voll im Gange. Auch zahlreiche Teams fanden sich vor Ort ein. Wir haben heuer 10 Teams mit dabei. Ja, unser Team heißt Krapfencola. Das ist eine jahrelange Tradition, die wir da aus Walsee mehr oder weniger schon fortführen. Hallo, ich bin der Stefan und wir sind Intoxicated. Ja, ist unser Stammgetränk, mehr oder weniger. Setzt sich zusammen aus 40% Cola, 60% Inländer rum. Bevorzugen tun wir eher den mit 80%, weil ja, man kann nicht so viel Cola trinken. Wir heißen die Nierenröcher, ich bin der Alex. Ja, und wir sind eigentlich nur zur Garde dabei, aber ein wenig wollen wir schon, vielleicht auch, wenn es geht. Nein, es ist ein bisschen heiß, aber es macht Fun im Sand. Ja, wir waren vor einem Jahr auch schon dabei. Boah. Ja, nein, wir spielen in der Liga auch und es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß, also kann ich nur jedem empfehlen. Wir spielen eigentlich nicht Dodgeball, nein, heute. Wir sind nicht so sportlich, nein. Eigentlich. Wir sind wegen der Garde da. Uns findet man meistens an der Theke. Ja, ist das Geilste da eigentlich. Das ist schon allein, wenn da im Sand, wenn die Sonne schon herbrennt. Dynamik und Genauigkeit sind gefordert, denn gerade am Beach ist Dodgeball doch sehr anspruchsvoll. Die Regeln sind aber rasch erklärt. Spielmodus, wie schaut es aus beim Dodgeball-Turnier? Das heißt, man spielt zuerst die Gruppenphase, da spielt man jeder gegen jeden und es wird gespielt auf 3 Sätze zu je 4 Minuten und man sammelt Punkte. Gewinnt man einen Satz, gibt es zwei Punkte, ist er unentschieden, gibt es einen Punkt. Ja, also es geht mit 3 Bälle weggespielt und halt man schießt andere an. Wenn man fängt, dann muss der andere aussehen. Und ja, es ist wie Völkerball, aber halt viel spannender und schneller als. Es hat sich eigentlich ein bisschen größer entwickelt, sage ich mal so. Was ich mitkriege als Sportlehrer natürlich in der Schule. Also das etabliert sich super in der Schule. Es wird nicht mehr Völkerball gespielt, sondern man spielt halt dann einfach Dodgeball. Es ist ein bisschen interessanter aufgebaut, ein bisschen mehr Regeln mit dabei. Es macht es für die Kids spannender. Und da ist eigentlich das, wo ich es mitkriege, dass im Boxen ist. Und der Spaß soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Dem Turnier war natürlich ein umfangreiches Rahmenprogramm angeschlossen. Also auf was kann man sich heute freuen, wie man weiß. Also es ist ja Vegas Baby mit dabei heuer. Also Dodgeball das erste Mal mit dabei bei Vegas Baby. Und wir bieten wieder einiges. Also wir haben unten von Fanatics einen Stand-Up-Paddle-Stand, wo man Stand-Up-Paddeln kann. Wir haben wieder das Flyboard da vom Team Salzkammergut. Und natürlich Dodgeball-Turnier mit chilliger Musik, mit Grillerei, am Abend mit Party. Also sehr, sehr viele Sachen, was man an chilligen Sommertag noch genießen kann, sage ich jetzt mal so. Ob Barfußwasserski oder Stand-Up-Paddeln, im Fluss war quasi der Bär los. Recht herzlich möchte ich mich natürlich bei meinen Sponsoren bedanken. Also vom Wassersportzentrum her ist das Raiffeisen Club, Black Sheep, Schöller und natürlich mir taugt es extrem. Also mit dem Kahns Disco Club vor dem Städten, mit Geli, arbeite jetzt schon seit 3 Jahren zusammen und es macht immer wieder einen Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten und ein Danke an ihn, weil wir machen das gemeinsam zu so einem super Event. Musik.